Feliz Navidad, fröhliche Weihnachten. Mit diesem spanischen Weihnachtslied begrüßt Sie der alte, neue Verein Ostseeklänge e.V. heute mit der Big Band zu Anfang und im zweiten Teil des Programms mit dem Blasorchester unter der bewährten Leitung von Herrn Hartwig Kessler. Schön, dass Sie da sind. Sie sind das Wertvollste, was wir haben, nämlich unser Publikum. Ganz besonders begrüßen möchte ich zwei ehemalige Landräte, Herrn Dr. Drefal und Herrn Gerhard Rappin. Herzlich willkommen hier bei uns und den Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, Herrn Prahler. Mit der Stadt Grevesmühlen haben wir einen ganz besonderen Partner an unserer Seite gefunden. Ich möchte das hier nicht unerwähnt lassen. Es ist immer sehr viel wert, wenn so kulturelle Vereine die Möglichkeit haben, vernünftige Probenmöglichkeiten zu haben und Unterstützung erfahren dort, wo es nur geht. Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden. Mit diesem Zitat von Roswitha Bloch möchte ich unser kleines Programm einleiten. Weiter geht es nun in unserem Programm mit einem Titel, Just the Way You Are. Das ist ein Popsong aus dem Jahr 2010, spricht vielleicht auch so ein bisschen die jüngere Generation hier unter uns an. Ein paar Kinder haben wir ja dabei. Und am Gesang hören Sie unsere Caroline. Don't go changing.
Ja, meine Damen und Herren, das war eben das, der Song aus dem Musical Cats. Das haben Sie sicherlich schon gehört, vielleicht sogar schon gesehen. Das ist tatsächlich das meistgespielte Musical bisher. Und es wurde uraufgeführt 1981 schon in London. Wir haben nun etwas ganz Besonderes für Sie, nämlich unsere kleine Svea. Svea sieht heute aus wie ein Weihnachtsengel, ne? Svea ist tatsächlich das jüngste Mitglied in unserem Verein und Sie werden sie jetzt hören und nachher im zweiten Teil werden Sie Svea noch an der Trompete hören. Im Blasorchester spielt sie nämlich auch mit. So Svea, nun erzähl uns mal, was du uns hier zu erzählen hast. Weihnachten von Sascha Grammel und Rosi. Lieber guter Weihnachtsmann, jetzt wird es höchste Eisenbahn. Ich hab heute schon von dir geträumt und extra alles aufgeräumt. Die Kekse hab ich schon gegessen. Und ich hab auch nicht vergessen, die Kalenderschokolade wegzuputzen. Also gerade hinterm Türchen, Gott sei Dank, ist jetzt alles blitzeblank. Ich freue mich auch auf die Geschenke. Ich hab schon reingeschaut und denke, von meiner Weihnachtswunschkartei? Ist das meiste auch dabei? Ich kann's wirklich kaum erwarten. Ich war sogar im Nachbarsgarten, um eine Tanne abzusägen. Da haben die sicher nichts dagegen. Jetzt habe ich auch einen Weihnachtsbaum. Und mit dem Feuerlöscherschau von meinem Feuerlöscher habe ich, denn ich bin ja lieb und artig, ihren Garten wie mit Schnee verwandelt. So wie ich das sehe, in ein ganz heimlich stillen Gleis, in ein Weihnachtsland in Weiß. Du siehst, ich war ein braves Kind, vielleicht das bravste. Und ich finde, das sollte man noch mal belohnen. Du weißt ja, wo wir wohnen. Fill my stockings with a doodads and checks. Silent.
Ja, meine Damen und Herren, Santa Baby, das war Katrin, die hier fantastisch gesungen hat. Vielen Dank, Katrin, dafür. Santa Baby, übrigens ein Song, der produziert wurde, tatsächlich von einer Frau. Es gibt nur ganz wenig Weihnachtslieder, die von Frauen komponiert wurden. Santa Baby gehört dazu. Und worum geht es in dem Song? Natürlich um einen ganz extravaganten Wunschzettel. So, weiter geht es nun in unserem Programm mit dem Titel, den Sie mit Sicherheit auch schon kennen werden, Over the Rainbow. Ein Song, der ja tatsächlich auch schon sehr, sehr alt ist. Man hat ihn immer wieder im Laufe der Jahre neu aufgelegt. Dieser Song stammt ursprünglich aus dem Musical Der Zauberer von Oz. Der eine oder der andere kennt vielleicht den Film oder das Buch. Erfreuen Sie sich jetzt an den Melodien Over the Rainbow. Say unto the name of faith, though I
www.ostseeklänge.de. Vielen Dank auch Heidrun, Beate, Jacqueline, vielen Dank Yumi. Mike hat vorhin auch ein Solo gespielt, haben Sie vorhin schon gehört, und danke auch Aldo, dass du mit dabei warst. Also, lassen Sie sich jetzt verzaubern von der weißen Weihnacht, noch haben wir sie ja draußen. Genießen Sie die Tage und die Stunden. Thank you.
das traditionell von unserem Blasorchester gestaltet wird und heute eröffnet wurde durch eine weihnachtliche Turmmusik. Das Blasorchester Nordwestmecklenburg unter der Leitung von Hartwig Kessler gehört zu den renommierten Klangkörpern unserer Region und das bereits seit 30 Jahren. Unsere Jubiläumsorchesterreise führte in diesem Jahr im Oktober nach Polen und zwar in die wunderschöne Stadt Krakau. Aber wir werden natürlich unser 30-jähriges Jubiläum auch mit einem großen Konzert begehen. Und zwar können Sie sich den Termin schon vormerken. Das Konzert findet am Samstag, den 25. März im nächsten Jahr in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen statt. Doch heute geht es natürlich erstmal weihnachtlich weiter und zwar mit einem sehr schönen Hirtenlied, das ein wenig an The First Noel erinnert. Es heißt A Shepherd's Carol. Thank you.
Und nun lade ich Sie auf eine ganz besondere Reise ein. Begeben Sie sich mit unserem Blasorchester gemeinsam in die märchenhafte Welt des Orients. Tauchen Sie ein in das bunte Treiben auf einem persischen Markt und lassen Sie sich überraschen von Kameltreibern, Schlangenbeschwörern und einer wunderschönen Prinzessin.
Morning's First Light ist ein wunderschönes Lied von David Gillingham. Erleben Sie die Gelassenheit und Schönheit des Tagesanbruchs und das Erwachen der Natur. Danach präsentieren wir Ihnen eine zauberhafte böhmische Weihnacht. Thank you.
Das Lied vom kleinen Trommler erzählt die Geschichte eines armen Jungen, der dem neugeborenen Jesuskind nichts anderes schenken kann als ein Ständchen auf seiner Trommel. Komponiert im Jahre 1941 von Catherine Davis, berührt dieses Lied seitdem gerade in der Weihnachtszeit die Herzen vieler Menschen und soll deshalb auch in unserem Programm heute nicht fehlen. Erleben Sie unseren Schlagzeuger Andreas Tischer als The Little Drummer Boy, unterstützt von Karl-Heinz Saleh und von Ella Quedenbaum am Triangel. Thank you.
Hören Sie den Evening Song, jetzt gespielt von unserem Blasorchester mit Beate Albrecht an der Solotrompete. Als Adelheid Wette in den frühen 1890er Jahren ihren Bruder Engelbert Humperdinck darum bat, einige Verse zu schreiben für ein Märchenspiel, das sie lediglich im Familienkreis aufführen wollte, ahnten beide noch nicht, was sich daraus einmal entwickeln würde. Nach dem großen Anklang in der Familie machten beide zunächst ein Singspiel daraus. Doch Humperdincks Begeisterung wurde schließlich so groß, dass er eine abendfüllende Oper komponierte, die noch heute zum beliebten Repertoire von Opernhäusern in der ganzen Welt gehört, vor allem in der Adventszeit. Freuen Sie sich nun auf Ausschnitte aus der Märchenoper Hänsel und Gretel und ich bin sicher, Sie werden viele der Kinderlieder erkennen. Thank you.
Die Weihnachtszeit ist für die meisten Menschen die schönste Zeit im Jahr, vor allem für die Kinder. Die Straßen sind festlich geschmückt, die Plätze sind geprägt vom geschäftigen Treiben auf den Weihnachtsmärkten, in den Konzertsälen und in den Kirchen erklingen Weihnachtslieder, in den Häusern leuchten Kerzen und es duftet nach Tannengrün, Bratäpfeln und Pfeffernüssen. Tauchen Sie jetzt mit uns musikalisch ein in diese zauberhafte Welt bei dem Weihnachtsliedermedley in heiliger Nacht. Thank you.
So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat unser Weihnachtskonzert gefallen. Es war ja tatsächlich so, wir konnten 2 Jahre nicht proben. Das hat uns alle auch wirklich belastet. Das können Sie uns glauben. Desto freudiger sind wir wirklich, dass wir heute hier gemeinsam dieses schöne Konzert feiern durften. Ich möchte Sie aber nicht entlassen, bevor ich nicht ein ganz, ganz großes Dankeschön hier loswerde. Natürlich an Sie, liebes Publikum. Dann auch an die ganzen vielen fleißigen Kuchenbäcker. An die Verkäufer, vielen, vielen Dank. An die Tannenbringer, an die Tannenbaumfäller, an die Dekorateure, an die Aufbauer und nachher auch an die Abbauer. Wir der Ostsee, eine zauberhafte Weihnacht. Genießen Sie dieses wunderschöne Fest im Kreise Ihrer Lieben, endlich wieder ohne Kontaktbeschränkungen. Und ich gebe jetzt noch einen ganz kleinen Ausblick auf 2023. Ein bisschen hat Frau Bank vorhin schon ja gesagt, unser großes Jubiläumskonzert. Wir fangen jetzt sofort mit den Proben an. Also ab Dienstag geht's los für uns. Wir werden wieder diverse Veranstaltungen, also Tanztee-Veranstaltungen anbieten. Das hat uns so gut gefallen und den Leuten hier auch. Also das müssen wir einfach sagen. Und wir werden ein Musical-Projekt auf die Beine stellen. Da suchen wir übrigens noch Sänger. Also wer Lust und Laune hat, der kann sich gerne bei uns melden. Sie alle sind herzlich willkommen. Ja, und am Ausgang werden nachher 2, 3 kleine Mäuse aus unserem Verein gestehen und die freuen sich über kleine und große Spenden, denn wir brauchen im nächsten Jahr Noten, wir brauchen Notenständer, wir brauchen Instrumente, was auch immer. Also, genießen Sie die Zeit im Kreise Ihrer Lieben, kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Liebe Gäste, bevor wir uns jetzt ganz von Ihnen verabschieden, musikalisch natürlich, habe ich mal eine Frage. Wer hat noch keinen Tannenbaum? Haben alle schon Tannenbaum? Hier, Familie Schümann, wer hat noch keinen? Frau Schümann drückt sich schon. Auch kein Tannenbaum? Ich habe euch eine riesige Überraschung, Karin für dich auch. Also, diese beiden Tannenbäume, die sind jetzt zu versteigern. Nicht für 25 Euro. Nicht für 20 und auch nicht für 15. Ich muss Ihnen sagen, dass Bio-Tannenbäume angeschnitzt, der Ständer bleibt hier, das ist meine, angeschnitzt brauchen Sie bloß auf Raubwagen. Nein, Sie kriegen den heute und Sie brauchen den nicht mal im Wald fällen. Ich meine, so als autorisierte Baumfäller, die natürlich nicht autorisierte Baumfäller, sagen wir mal so, die sonst 100 Euro bezahlen müssen für einen Tannenbaum. Und den noch abholen müssen und, kommen Sie hier, sag ich mal, mit 25, Uli, 25 für den Baum? Ist realistisch. Also, für 25 Euro können Sie sich oben an Uli Röttger wenden und die beiden Tannenbäume kaufen. 2 für 50, klar, ne? Ja, die können Sie natürlich auch, ich habe mit dem Bürgermeister schon gesprochen, die lassen wir in der Ecke stehen, können morgen abgeholt werden. So, besser geht's nicht. Billiger kriegen Sie keinen Tannenbaum. Und dann muss ich eins sagen, ich habe mich selber davon überzeugt, das sind Bio-Tannenbäume, nicht gespritzt, von der Westgrenze, aus Laun. Da dürfen Sie nämlich gar nicht spritzen, das geht alles nach Übergrünen. Also, jedenfalls, und Uli hat noch was, der hat natürlich eine große Baumplantage da. Morgen Abend ab 16 Uhr ist er an seine Plantage in Laun, was ist Dorfstraße 1a. Und er möchte bloß wissen, wie willkommen. Er muss ja sich mit seinem Glühwein einstellen. Ja, also Glühwein kriegen Sie auch noch. Ansonsten können Sie zuschlagen. So billig kriegen Sie nie so einen schönen Baum wieder. So, und wir verabschieden uns traditionell mit der Petersburger Schlittenfahrt.
und wir spielen noch ein einziges wunderschönes Stück. Eins, fünf und zwei. Eins, zwei Sätze. Gesund und munter. Bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.